Warnung! Dieses Video beinhaltet hasserfüllte und vulgäre Sprache, die besonders gerne von Idioten verwendet wird. Also nimm dir bitte kein Beispiel. Nach meinem letzten Meckermontag war ich erstmal sehr froh über meine Community. Ihr habt unglaublich viele wichtige und tolle Kommentare geschrieben, bis dann etwas geschah. Die Idioten. Ich war unterwegs und habe meine Kommentare geschaut und mir gedacht, Moment mal, was ist hier los? Seit wann ist mir relativ egal ein Kanal für Idioten? Auf YouTube schockt einen nichts mehr so schnell nach 3 Jahren, aber die Kommentare sind schon echt krass. Es wurden immer mehr und immer mehr und ich dachte mir nur so, ey Leute, was ist mit euch los? Warum schreibt ihr sowas? In der Realität würde das doch auch niemand sagen. Oh, sorry. Hä? Moment. Hallo? Hi, du wolltest reden? Ja, danke, dass du so schnell angerufen hast. Also, ich habe doch mein Reaktionsvideo zu diesem Gay-Prank gemacht. Ich wusste halt gar nicht, dass das jetzt so ein krasses Thema sein wird. Aber ich bin halt schon froh, dass ich ein Statement-Video dazu gemacht habe irgendwie, weil ich finde es auch wichtig zu sagen, so, das geht so halt nicht. Aber ey, ich habe da jetzt so viel Hate zu bekommen. Ihr seid alles Heuchler, nur einer Meinung folgen, weil sie gerade im Trend ist. Alles nur Möchtegern-Tolerante. Hä? Seit wann ist denn Toleranz bitte ein Trend? Und warum Möchtegern? Was toleriere ich denn bitte nicht? Ich verstehe das nicht. Die Leute reden alle von Toleranz gegenüber Homosexuellen. Aber selbst kann man nicht respektieren, dass es homophobe Menschen gibt. Nicht jeder muss Homosexuelle respektieren. Hä? Was geht denn mit dir jetzt ab? Sprichst du gleich noch von Doppelmoral und Doppelironie oder was? Aber jetzt mal im Ernst, wer ist eigentlich dieser Typ? Ich kannte den vorher überhaupt nicht. Sie sagt, noch nie gehört von Mert Matan. Ursache 600.000 Abos mehr. Ja, das ist doch das Schlimme an der Sache. Der hat so eine große Reichweite und zieht dann so eine Scheiße ab. Oh, du verstehst auch echt keinen Spaß, du hässliche Mistwort. Das sollte zur Unterhaltung dienen und mehr nicht. Ach so, es dient zur Unterhaltung. Wenn es zur Unterhaltung dient, ist wohl alles legitim, oder was? Du, wieso hast du eigentlich gar nichts vom Statement gesagt, du YouTube? Ey, als ich meins hochgeladen habe, da wusste ich erstens nicht, dass das überhaupt so abgeht. Ich wollte einfach nur so ein Reaktionsvideo machen, das war total der Zufall. Und außerdem hat er da sein scheiß Statement-Video, was auch überhaupt nichts gebracht hat, gar nicht hochgeladen. Fuck. Was hast du jetzt für ein Problem? Was hat die denn für ein Problem? Nur am Rumheulen. Als ob die bessere Videos macht. Ey, du weißt, ich lob mich jetzt echt nicht oft, ne? Aber mit dem seinen Videos, da kann ich's schon aufnehmen. Du bist peinlich, Alter. Schäm dich mal. Mach mal Flugkopfball gegen Bettkante. Bitte, bitte, bitte. Du Eimer, du Drecksdeutsche, scheiß Nazi. Schwule müssen vergast werden. Die müssen mit Steine beworfen werden. Merk mal, Tan hat alles richtig gemacht und sein Vater hat richtig reagiert. Du platzt doch einfach vor Wut, weil dein Nerv läuft und bei dir nicht. Ey, was ist denn jetzt hier los? Komm mal runter. Du dreckige Lesbenfrau. Schwule dürfte es doch gar nicht geben. Und bei Adolf hätte es sowas auch nicht gegeben. Liebe Grüße, ein schwulenfeindlicher, normaler Mensch. Wow, ey. Sorry. Krass. Was war denn das jetzt? Also, zurück zum Video. Was ich sagen wollte, eben diese Kommentare im normalen Leben, in der Realität, da würde doch kein Mensch dir sowas ins Gesicht sagen. Oh, was ist denn jetzt hier los? Hey, Flo. Hey, ich sollte dich zurückrufen. Ja, dieses Gay-Prank-Video, ich muss sagen, irgendwie hat mich das mehr belastet, als ich gedacht habe. So, und das wollte ich irgendwie mit dir drüber reden. Sag mal, kann es sein, dass du in der Schule gemobbt wurdest? Wie bitte? Ach, nichts. Naja, also du kennst ja das Video und ich muss sagen, ich find's echt so asozial. Scheiß Spießerin, aber so eine richtig deutsche Kunststudentin. Ich studiere BWL. Du bist nicht witzig. Hä? Ich will doch gar nicht witzig sein. Ich erzähle dir doch ständig von meinem BWL-Studium und wie scheiße das ist. Du bist mega scheiße und was du laberst, juckt keinen. Was ist denn los mit dir? Willst du mich jetzt gerade pranken oder was? Deine Meinung zum Gay-Prank ist absolut peinlich. Ich meine, du bist eine 25-jährige Frau, die der Meinung ist, über einen 50-jährigen muslimischen Familienvater zu urteilen, ja? Du kannst dich gar nicht in die Reaktion versetzen. Du laberst so eine Scheiße. Ich bin 22 und eigentlich schätzen mich die Leute auch immer jünger. Also das mit, sehe ich aus wie 25? Findest du dich aus? Oh mein Gott, sehe ich echt aus wie 25? Meinst du, ich brauche eine Anti-Aging-Creme, ja? Ey, du fuckst mich ab, du F***.
Wow, jetzt beruhig dich mal. Ich hab dir überhaupt nichts getan. Mehrt Army, gegen Mirel. Warum rücken wir jetzt hier mit einer Armee an? Also gegen eine Person so? Ich glaube, da braucht's gar nicht so viel, um mich fertig zu machen. Ey Mann, ich will mit dir über eine Sache reden, die mich einfach total beschäftigt und schockiert hat. Und du bist jetzt hier so ein Idiot. Bist du selbst homosexuell oder warum juckt dich das, ey? Chill deine Eierstöcke. Ey, meine Eierstöcke sind sowas von cool. Kannst du jetzt nicht mal eine Sekunde beim Thema bleiben? Halt die Fresse. Wie findest du denn den Gay Prank? Mann, der Gay Prank war witzig. Nimm das mit Humor. Was ist denn jetzt an der Sache witzig? Das ist so humorvoll wie ein Toastbrot. Tochter. Okay, das habe ich verdient. Ja, ey, ich kann nicht dafür, dass du keinen Humor verstehst. Das von Mert sollte ein Spaß sein, klar. Es ist nett gut, dass man sich drüber lustig macht. Aber das mit asozial, das war echt nicht nötig. Aber egal. Aber egal. Mit dir kann man echt richtig gut diskutieren. Schwul sein ist unnatürlich. Verdammt, verstehst du, hässliches Stück Scheiße. Halt's Maul, du Tochter. Wenn du nochmal was gegen Mert Matan sagst, du nur weil du schlecht bist, du nicht mal Anfänger. Hast du was gegen Pranks? Oder wenn man schwul ist, du Hurensohn? Was ist da los? Bin ich jetzt froh darüber, dass sowas tatsächlich nur im Internet existiert? Oder traurig darüber, dass sowas noch im Internet existiert? Ich weiß es nicht. Es ist echt irgendwie traurig, so, dass es so weit geht, dass man so einen Kommentar... Man sieht ja auch, manche sind so richtig so wutentbrannt, leidenschaftlich geschrieben, weil da so richtiger... Da ist so der geballte Hass da drin. Andererseits überlege ich mir dann auch, ja, okay, dann sollen sie es lieber im Internet in einem Kommentar auslassen als sonst irgendwo anders. Aber dass Menschen alleine so emotional über eine Sache werden können, die sie ja eigentlich auch gar nicht betrifft. Krass irgendwie, oder? Vielen Dank an Vanessa und Flo fürs Mitmachen. Die sind natürlich eigentlich kein so ein Sohn und Tochter, wie sie heute gespielt haben. Hier kommt ihr zu den beiden Kanälen. Darunter kommt ihr zu Meckermontag, wo ich diese wundervollen Kommentare bekommen habe. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und schreibt mir mal gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Was? Hey, was ist das? Das geht doch, das kann ich nicht. Was, ich kann das nicht. Das ist, das... Ah. I love you, you nutte Scheißfotze.